grottischen Unterhaltung. Heute wieder ein kleines Infovideo, weil es ein paar Sachen gibt, die ich noch mit euch besprechen will, euch Zuschauer natürlich. Und ich würde sagen, ich fasse mich mal ziemlich kurz, denn ich muss auch einiges aufnehmen und schneiden und rendern jetzt. Oder heute besser gesagt, es ist ein arbeitsreicher Tag, aber ich freue mich trotzdem schon. Und zwar, Child of Light kam mir gestern nicht, wer es mitbekommen hat von euch. Hat den einfachen Grund, ich habe mir ja Hilfe geholt, weil diese Schlangen ziemlich schwer zu besiegen waren. Das haben wir natürlich ohne Ton aufgenommen, das heißt, ich muss das noch nachvertonen. Das habe ich gestern Vormittag gemacht. Leider ist da die Qualität nicht so gut, weil das Spiel etwas lauter ist als ich und das wollte ich euch nicht zumuten. Deswegen muss ich es nochmal nachvertonen. Habe ich gestern jetzt nicht mehr gemacht, weil es in 20 Minuten nachvertonen, da hatte ich dann gestern keine Lust mehr. Es tut mir leid, aber es ist so. Deswegen muss ich mal schauen, dass ich das ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe, entweder heute oder morgen, werde ich das dann nachvertonen, dass ich das hochladen kann. Dann kommen es sozusagen noch nach. Die Schlangen wurden besiegt, das kann ich schon mal sagen. Das heißt, nächste Woche geht es dann ganz normal weiter. Punkt 2, den ich ansprechen will, ist das Sims 2 Projekt. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte schon mal ein Infovideo dazu gemacht, ne? Das Sims 2 Projekt ist ja so geplant, dass ich ein Anmeldeformular gemacht habe, wo sich Leute oder Zuschauer anmelden können, die Let's Player sind oder keine Let's Player sind. Dort kann man sich anmelden. Die werden dann in Skype dabei sein und mit mir Sims spielen. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das mache, ob ich da jeden Tag eine Folge mache oder zweimal in der Woche. Das wird auf jeden Fall so ein kleines Dezember-Special. Wenn es gut läuft, vielleicht auch auf Dauer, da muss ich mal schauen, aber auf jeden Fall ein Dezember-Special. Es ist so meine Art Adventskalender dieses Jahr. Und es wird einfach so, dass ich mir mal aufnehme mit einer, die sich angemeldet hat und dort halt Sims spiele. Mir ist wichtig, dass nicht einfach nur die Sims erstellt werden und ich sagen kann, hey, du bist im Spiel, sondern dass die Leute wirklich live mit dabei sind und auch selbst mitentscheiden können. Das ist mir da besonders wichtig. Ich muss noch schauen, ob ich da vielleicht ein Sims 3 Projekt draus mache, weil Sims 2 noch ziemlich viel lange Ladezeiten hat. Das heißt, es dauert sehr lang, bis da mal was geladen ist. Liegt nicht am PC, sondern am Spiel noch. Muss ich mal schauen, vielleicht kann ich Sims 3 besorgen. Das wäre natürlich vom Vorteil. Ich muss sagen, ich bin selbst nicht so ein Sims 3 Fan. Ich habe mich damit noch nicht so befasst. Aber ich versuche es auf jeden Fall mal schauen, wie ich klarkomme. Es ist auf jeden Fall so, dass der Anmeldeschluss, ich habe jetzt auch Anmeldeschluss eingerichtet, der Anmeldeschluss ist Freitag, der 14. November. Es ist also noch genug Zeit bis dahin, aber der 14. November, das ist der Anmeldeschluss. Ich würde gerne noch ein Skype-Gespräch dann machen mit allen, die sich angemeldet haben, einfach nochmal um alle Fragen zu klären, um alles zu machen. Das hätte ich am liebsten bis zum 28. November gemacht. Das ist auch ein Freitag. Deswegen der Anmeldeschluss auch so früh, dass ich in diesen 2 Wochen noch mein gemeinsames Gespräch hinbekomme. Einfach damit nochmal alle Fragen richtig geklärt werden. Weil ich nicht will, dass irgendjemand im Dunkeln tappt. Ich will wirklich, dass jeder weiß, worum es genau geht. Wenn jetzt auch noch Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Ich erkläre es auch gerne nochmal, rede nochmal gerne. Stehe natürlich Antwort zu jeder Frage. Ja, die erste Aufnahme hätte ich natürlich dann ganz gerne am letzten Novemberwochenende. Das ist der 28. bis 30. November. Einfach aus dem Grund, dass ich dann im Dezember gleich loslegen kann mit Hochladen. Aber da muss ich mal schauen, wie sie das halt einrichten lässt. Bis jetzt haben sich ja nur 2 Leute angemeldet. Bis jetzt ist ja der Methode 30 dabei. Und natürlich der Don Krümel. Ich muss sagen, wenn wir nur zu dritt sind, sind wir nur zu dritt. Habe ich kein Problem mit dem zeitlichen Plan. Das habe ich also auch kein Problem mit. Und ja, was auf jeden Fall noch ganz wichtig ist, der Robert hat mich gefragt, wann ich denn von der Aufnahmezeit her könnte. Die Aufnahmezeit wäre bei mir am Wochenende auf Absprache. Am Wochenende bin ich ja oft unterwegs. Da wäre das dann auf Absprache immer mal. Da kann ich mir dann auch Zeit nehmen, wenn ich Bescheid weiß. Und in der Woche wäre das dann meistens ab 16 Uhr bis, was weiß ich, 22 Uhr. Ich muss ja auch arbeiten, deswegen ist es auch nicht ganz täglich dann. Aber das ist so ab 16 Uhr. Natürlich kann sich das auch ändern mal. Aber ich sage mal meistens ab 16 Uhr. Es gibt später auch nochmal ein Formular. Da wird aber der Link nur an die geschickt, die sich angemeldet haben. Das ist dann noch speziell für das Projekt, für die, die halt mitmachen. Das sind dann alle wichtigen Sachen dabei. Aber das mache ich dann, wenn es soweit ist. Da haben wir also noch Zeit bis dahin.
Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist diesen Samstag die kreative Kopfkürze. Die muss ich ja noch aufnehmen. Ich habe ja diese Woche so ein bisschen Urlaub, deswegen mache ich jetzt alles schön ruhig. Ich muss die noch aufnehmen für diesen Samstag. Das Problem ist bloß, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich machen soll. Deswegen möchte ich auch hier nochmal sagen, gerne in die Kommentare schreiben, Wünsche, Vorschläge gerne reinschreiben. Ich versuche es umzusetzen, wenn es natürlich möglich ist, zeitlich und vom Materiellen her. Aber wenn du jetzt genau was im Kopf hast und sagst, das würde ich gerne sehen, schreib es in die Kommentare. Ich will halt nicht immer nur Fragen beantworten, ich will auch mal was anderes machen. Wie gesagt, wenn du sagst, dann mach nochmal Kinderirrtümer, schreib das rein. Wenn du sagst, irgendwas, also wie gesagt, Vorschläge, nehme ich gerne an. Mal schauen, ob ich es umsetzen kann. Ich freue mich. Und der vierte und letzte Punkt heute, den ich noch ansprechen möchte, ist Sonntag der Kaffeeklatsch. Der kam mir bis jetzt nicht so gut an. Also was heißt nicht so gut an, der kam so relativ okay an. Ich muss auch sagen, ich bin auch noch nicht ganz zufrieden mit dem Konzept. Ich weiß nicht warum. Es gefällt mir nicht so 100%. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht jeden Sonntag keinen Kaffeeklatsch bringe, sondern eine Creepypasta. Da ist natürlich die Frage, also ich muss sagen, ich persönlich mag ja Creepypasta sehr. Das Problem daran ist, es gibt sehr viele Leute auf YouTube, auch die das. Es gibt sehr viele, die das machen. Es gibt auch sehr viele, die das gut machen. Deswegen mache ich das jetzt nicht einfach so, sondern frage an die Community ganz einfach, was ist euch lieber? Jeden Sonntag ein Kaffeeklatsch mit den Shane oder jeden Sonntag eine kleine Creepypasta vorgelesen von mir? Ist eure Entscheidung, schreibt es in die Kommentare. Ich habe schon meine erste Creepypasta jetzt aufgenommen. Die wird heute im Laufe des Tages nach dem Infovideo auch mal hochgeladen. Einfach damit du auch mal überhaupt ein Bild machen kannst, wie ich das so mache. Weil du kannst jetzt nicht sagen, ja, mach Creepypastas, ist cool. Und dann findest du, ich mache das total kacke. Klingt ja auch nichts. Deswegen habe ich schon mal eine kleine Creepypasta aufgenommen. Einfach damit du mal gucken kannst, ob das was für dich ist, ob dir das gefällt, ob das vielleicht besser ist als der Kaffeeklatsch. Und da würde ich mich natürlich auch über Kommentare freuen, einfach weil es mir wichtig ist, was die Zuschauer sagen. Ne? Zuschauer sind mir ja ganz wichtig, wisst ihr ja. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall dann über Kommentare und hoffe, dass ich noch ein paar Vorschläge für Samstag kriege. Ansonsten muss ich noch irgendeine Idee rausgraben. Aber das wird, weiß ich nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare, Kritik, Feedback, alles Mögliche, wisst ihr ja. Und ich mache mich jetzt an die nächste Aufnahme vom nächsten Let's Play. Also nächstes Let's Play ist falsch ausgedrückt. Ich mache mich an die Aufnahme. Sage tschüss, wünsche noch einen schönen Tag und keine Ahnung, einen erotischen Tag? Kann man das sagen?